Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch keine Samples, die wir zusammen testen, sondern, ja, gekaufte Sachen. Blind Buys. Oh je, Mini. Zwei von Zara, weil ihr habt ja gesehen, dass meine, also die letzten Zara-Düfte, die ich bestellt habe, mich sehr, sehr, sehr positiv überrascht haben. Wollen wir mal gucken, was die hier sagen. Und Fleur-Düfte. Ja, ich bin ganz aufgeregt, Leute. Ich bin richtig aufgedreht. Also gucken wir mal, ob diese Blind Buys, die jetzt schlecht sind oder gut. Wollen wir mal sehen, ne? Ja, ich habe zwei Düfte von Zara und da ist es natürlich so immer gefährlich, ne? Wenn man sehr begeistert von etwas ist und dann noch was nachordert und dann ist es vielleicht nicht so toll. Ich habe hier den Duft Eternal Devotion. Den gibt es bei Parfumo nicht. Das wundert mich, weil Parfumo hat eigentlich immer alles. Ich habe mir die nämlich schon mal aufgerufen. Ich habe nicht geguckt, was da jetzt drin ist oder so, weil ich will mich nicht beeinflussen. Das ist ein bisschen schwierig, weil es steht hier auf der Flasche drauf. Also das heißt, so ein bisschen Idee habe ich schon, ja, aber krass! Also mein erster Gedanke ist Delina tatsächlich. Es ist rosig und fruchtig. Blackcurrant, was ist denn das? Das ist doch hier, ist das nicht Heidelbeere? Ah! Ja. Rose und Ambroxan. Also ich finde es tatsächlich, es hat sofort so einen Delina-Touch. Fruchtig. Ich muss halt sagen, dass Rose für mich sehr oft scharf ist, also unangenehm. Aber die Delina schafft es halt nicht so unangenehm. Also es ist schon Rose, Delina und so, aber es ist nicht so super scharf. Ich habe das Gefühl, dass ich hier was Scharfes empfinde. Auch jetzt im weiteren, von dem ersten jetzt mal weg. Man hat tatsächlich dieses Blackcurrant gerochen. Aber jetzt ist es, ich finde es sehr synthetisch. Ich würde erstmal, ich gucke mal, ob ich vielleicht doch bei Zara selbst irgendwelche Informationen über die Duftnoten finde. Die Noten von Bergamotte, schwarze Johannisbeere und rosa Pfeffer in der Kopfnote. In der Herznote Rose, Litschi, Guave und Magnolie. Und in der Basisnote Ambroxan, rosa Zucker. Was ist denn rosa Zucker? Rosa Moschus und Patchouli. Ja, es kommt schon echt dieses, wir möchten gerne so ein bisschen Delina-Ähnlichkeit rüberbringen. Also erstmal gefällt es mir nicht. Ja, ich stelle es mal hin, wir gucken es uns gleich mal an und nehmen gleich das nächste, denn ich habe ja zwei, die sind glaube ich beide von dem gleichen Parfümeur, der heißt Jérôme Épinette, der hat ja auch dieses Moonlight Whisper gemacht, was ich so geil finde. Bold Blossom. Es gab noch einen, den wollte ich gerne haben, aber den haben sie mir nicht geschickt. Sie haben mir auch das Geld zurücküberwiesen. Das heißt, war wahrscheinlich irgendwie doch nicht verfügbar. Na. Alles Rasierwasser. Oh, schade. Wisst ihr, okay, lassen wir Zara jetzt mal kurz sein, weil ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht anfange und suche und finde, dass ich noch mehr, weil guckt gerne mein letztes Zara-Video an. Also da sind tatsächlich dieser Merino-Musk, also Leute, der ist mindestens unter meinen Top 10 Düften dieses Jahr. Also definitiv. Und auch der Musk Confidential, den liebe ich mittlerweile so sehr. Die beiden trage ich so oft.
Hätte ich halt nicht erwartet, so. Nee, ihr wisst ja, ich bin High-End-Ding. So, ist einfach. Aber ich muss sagen, das hier gefällt mir nicht. Es gefallen mir beide nicht. Also das hier finde ich recht maskulin. Ich habe aber hier auch schon wieder, auch hier habe ich so ein Rose-Gefühl und so ein bisschen so ein, es erinnert mich schon wieder an meinen Opa. Ich habe doch schon mal erzählt, dass er der hatte sich frisch rasiert. Also die wohnten in Kassel. Ich war da so immer in den Ferien und sowas. Und wir mussten lange dann auch zurückfahren. Und der hatte sich rasiert, Rasierwasser aufgetragen und der hat mir immer ein Fuffi zugesteckt, wenn wir gegangen sind. Also 50 Mark, ne? Aber kauft ihr keine Barbies davon? Ich so, nein, nein. Zu Hause als allererstes erstmal eine ladende Barbie gekauft. Jedenfalls habe ich dem Küsschen auf die Wange gegeben und der hatte dieses Aftershave frisch aufgetragen und ich hatte die ganze Fahrt nach Hause quasi diesen Aftershave-Geschmack-Geruch. Und hieran erinnert mich das, plus die Seife, die dort im altmodischen Haushalt am Waschbecken lag. Also eigentlich gute Erinnerungen, wobei diese 2 Stunden Heimfahrt mit dem Aftershave im Gesicht jetzt nicht unbedingt gut war, aber die Erinnerung an meinen Opa natürlich gut ist. Ich gucke jetzt mal. Bold Blossom heißt dieses Parfum. Also mir gefällt es gar nicht. Gar nicht. Safran, rosa Pfeffer und Tangerine in der Kopfnote. Rose, Weihrauch und Himbeere in der Herznote. Patchouli, schwarzer Amber und Tonkabohne. Das gefällt mir gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Nope. Nope. Naja, muss auch nicht alles gut sein. Ich weiß, Leute, man könnte das jetzt auf der Haut probieren. Logisch. Ne? Dennoch, wenn mir etwas schon gar nicht gefällt, dann macht es auch keinen Sinn für mich, das auf meiner Haut zu testen. Weil wenn mir das nicht gefällt, will ich das auch nicht auf der Haut haben. Ne? Natürlich könnte es sein, dass sich Düfte noch verändern, aber würdet ihr auch nicht machen. Also ihr würdet ja auch nicht jetzt in die Parfümerie gehen, würdet was auf Stäbchen sprühen, würdet sagen, igitt, aber probiere ich mal auf dem Arm. Würdet ihr ja auch nicht machen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Machen wir weiter. Also, Fleur ist ja eine meiner absoluten Lieblingsparfummarken. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht. Ich hatte Düfte von Fleur mit im Urlaub. Sind absolut unter meinen Top 10 diese Düfte. Und zwar, ich glaube, sogar echt alle 3, die ich habe. Und dann habe ich ja noch diesen Vanilla Skin Body Mist, der jetzt als Parfum gelauncht wurde, aber leider noch nicht zu bekommen ist. Meine Fleur Parfums kriege ich von Nische Beauty. Ja, und da ist auch meines Wissens die einzige Quelle für uns aktuell, was gar nicht geht. Fleur, bitte macht es für uns ja überall verfügbar. Wobei es gibt ja kein Problem bei Nische Beauty zu bestellen, nur leider sind die Sachen da oft vergriffen. Und sie haben jetzt auch ein Body Spray rausgebracht. Einmal Caramel Skin und Kokos Skin. Kokos interessiert mich nicht so, aber Caramel schon. Und die gibt es da noch nicht. Hm. Jetzt sind aber 3 gelauncht. Und zwar, oder rausgekommen, es gibt die schon länger. Mood Ring. Das ist das Grüne. Und gut, ich bin so gespannt, Leute. Ich weiß, dass das hier irgendwie so nach Gummibärchen oder so riechen soll. Also erstmal ganz kurz, ich habe ja die 10 Milliliter dort bestellt, oder es sind glaube ich 9, aber ne, die kleine Variante, es gibt ja auch in größer. Die kosten auch 30 Euro und das ist natürlich riskant, so Blind Buys zu machen. Wenn ihr aber mein Sample Montag Fleur Edition gesehen habt, ich hatte ja das Discovery Set und es gab original einen Geruch, den ich eklig fand, von 8 Stück. Ich hätte die fast alle, also ich fand die alle gut, alle. Ich habe natürlich, sind nicht alle 100% mein Geschmack und ich würde die jetzt nicht alle kaufen oder so, aber
Ich war mir recht sicher, dass es nicht fürchterlich sein wird. Und das Lustige ist, ich habe hier sofort der erste Sprüh, und es ist echt, als würdest du so eine Haribo-Tüte so aufreißen. Ich finde aber, dass das sich jetzt schon verloren hat. Jetzt weiß ich nicht genau. Ich finde es eher maskulin. Also könnte mir vorstellen, dass das was ist, was vielleicht ein Mann gut auch tragen kann. Wenn er so ein bisschen frischi, süß riechen will. Ich bin natürlich jetzt sehr beeinflusst von dieser Note Gummibärchen, glaube ich, war es. Oder Fruchtgummi oder so, wie es da beschrieben wurde. Ich glaube auch, die PR-Bilder waren so, da lagen so Haribos, also nicht Haribo, ne? Ihr wisst schon, Gummikrams rum und das stand da so drin. Aber jetzt wird es eher für mich wie so ein Freshie, wisst ihr? So ein, ja, ein bisschen fruchtige Noten. Nein, nicht fruchtige Noten, Leute. Ihr wisst, ich hasse fruchtige Noten, ne? Also, keine Frage. Ja, riech mal am Stäbchen, Jenny. Oh mein das ist so schlimm. Oh Gott, ich rufe es jetzt hier mal auf, ja? Guck mal, übrigens, ich habe eine neue Handyhülle. Ist die nicht geil? Und einen neuen Popsocket. Oh, ich stehe auf sowas, ne? Wo ich schon mal gezeigt habe. So. Drachenfrucht, Fruchtgummi und Orange. Ja, es könnte echt Orange sein. Dann kommt Jasmin Sambac, Orangenblüte und Ringelblume. Amber, Patchouli und Moschus in der Basisnote. Und ich finde, ja, würde ich alles unterschreiben. Ich finde jetzt nicht bisher, dass das der Jasmin besonders präsent oder sowas rauskommt. Ich würde es als sehr fruchtigen Duft beschreiben und nicht als blumig. Mal gucken, was noch kommt. Wir riechen gleich nochmal dran, wenn die anderen durch sind. Was sagen die Leute hier so? Ist ja auch manchmal. Hier sagt irgendjemand, es wäre dem Passoir ähnlich. Nope. Also ich habe Passoir das Extrait und ich habe von dem Original habe ich eine Probe, also finde ich gar nicht. Wäre jetzt nicht sofort in meinem Kopf. Es kam übrigens voll zerfetzt hier bei mir an. Also na, stecke ich mal hier rein, können wir gleich noch mal dran schnüffeln. Und nehmen wir als nächstes Softspot, habe ich mir gedacht. Finde ich ja irgendwie geil von der Aufmachung, ne? Also überhaupt, hier kann man die rausziehen und diese Farbe, das ist so ein bisschen Creme irgendwie vom Glas, vom Flakon. Und Softspot. Ich glaube, das ist von denen, die ich jetzt hier habe, der neueste Duft. Ich kriege hier Kokosnuss. Irgendwie am Anfang. Kokosnuss. Aber total. Und dann ist es irgendwie, also es ist Kokosnuss und dann ist es ein bisschen blumig. Es riecht für mich nach Sonnencreme, total. Interessant, aber es erinnert mich auch an irgendwas, aber ich kann euch nicht sagen, gerade an was. Irgendwie, also es gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall besser als Moodring. Definitiv. Ich kann mich auch gar nicht, also hier weiß ich gar nicht, was da als Noten drin sein soll. Ich meine, ich habe mir die ja damals mal angeguckt und überlegt, ob ich die ausprobieren möchte. Und ich kann mich hier an nichts erinnern. Also
was hier drin war. War da Kokosnuss? Ich bin ja nicht so ein Kokosnuss-Fan. Es hat was Cremiges, Tropisches für mich. Ein bisschen, es ist süß auf jeden Fall. Also diese, ich glaube, Fleur mag gerne süße Düfte. Ich gucke mal. Bergamotteschale, Fräsie und Mandarine. Oh, warte, an was erinnert mich das gerade? Komm, sag's mir. Herznote Jasmin, Seerose und Vanilleorchidee. Basisnote Moschus, Amber und Sandelholz. Also Kokos ist hier gar nichts von gesagt. Ich finde aber trotzdem, für mich riecht das voll nach Sonnencreme. Richtig, richtig so Sonnencreme-mäßig. Oh, riecht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Bei dem nächsten Duft habe ich wirklich überlegt, ob ich den echt bestelle. Weil Strawberry Letter mit dieser Verpackung auch noch sagt ja wohl, dass das nach Erdbeere riecht. Und in meinem Kopf ist gleich Kinderparfum Emily Erdbeer so ungefähr. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, im Entferntesten, dass mir das gefallen könnte. Weil das ist so Strawberry Letter. Ich habe richtig Angst. Ich habe es trotzdem bestellt. Ich war zu neugierig. Als wirklich sowas von Erdbeere. Natürlich synthetisch. Also nicht, wir wohnen ja hier in der Spargel- und Erdbeerhochburg, ja, in Niedersachsen. Und das riecht jetzt natürlich nicht wie die Erdbeeren, die wir vom Feld holen, ne? Klar ist. Also eher so wie irgend so ein Sirup oder sowas, ne? So. Aber richtig heftig. Und ich muss gestehen, auch irgendwie geil. Ich kriege. Ich finde, es ist schon quietschig am Anfang jetzt, ne? Aber ich habe das Gefühl, es ist auch nicht nur hell und schrill, sondern auch so ein bisschen dunkler. Und vielleicht ist noch was anderes, noch eine andere Sache, außer die Erdbeere da jetzt drin. Ich gehe mal in die Dingens rein. Fruchtig, frisch, süß, blumig und erdig. Aha. Französische Erdbeere, also keine niedersächsische, wie ich schon sagte, ja. Pflaumennektar. Ja, kann schon sein. Schwarze Johannisbeereblatt. Also ist sehr fruchtig am Anfang. Apfelblüte, roter Mohn und wilde Lilie. Roter Mohn, aha, so. Wie riecht denn Mohn? Ich muss mal, jetzt ist natürlich keine Mohnzeit. Aber wenn das nächste Mal Mohnzeit ist, dann gehe ich mal riechen. Amber, Hölzer und Tonkabohne. Ehrlich, von den dreien, gerade am geilsten. Lustig. Ich dachte so, oh Gott, Strawberry Letter, das wird dir nie gefallen. Kannst du dann verschenken oder so. Habt ihr gelitten, Leute. Okay. Gut. Okay. Fangen wir an, was hatten wir zuerst? Eternal Devotion, ne? Und Sarah. Ja, krass. Delina. Also Abklatsch, aber nicht schön. Nicht elegant oder so, sondern schon, also auch nicht zum Kotzen, aber auch nicht, dass ich jetzt sagen würde, yo, ich möchte das gerne testen. Also überzeugt mich leider nicht. Und Bold Blossom, oh, nee. Also dann eher Eternal Devotion, finde ich besser. Bold Blossom, sehr. Ich bin immer noch bei Aftershave. Nein. Sorry,
Ja, Leute. Dann könnt ihr da mal Bescheid sagen, wenn ihr die haben wollt. Mal gucken, wie ich das löse, das Thema. Moodring. Also ich muss sagen, ich bin jetzt zu gespannt. Ich habe ja ein bisschen Platz auf meinem Körper. Normalerweise mache ich ja nur 2 Düfte bei den Tests auf mich. Aber ich muss jetzt doch mal. Moodring. Ja, also diese Fruchtgumminote am Anfang ist wirklich echt präsent, ne? Aber es wird dann auch recht schnell. Also du hast, wenn du spritzt, hast du diese Tüte aufmachen, ne? Und dann wird es aber auch, finde ich jetzt auch hier gerade ziemlich schnell, einfach so freshy-mäßig, ne? So könnt ihr auch eine blaue Flasche haben. Ihr wisst, was ich meine, dieses Zitrus männliche, so, also gut für mein Portemonnaie, ja, also würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie haben will. Wartet, jetzt habe ich den Schnipsel schon weggeschmissen von Softspot. Ich kenne das so sehr, diesen Geruch. Ich müsste jetzt echt, am liebsten würde ich jetzt in mein Parfumzimmer gehen und jeden Flakon nehmen und an dem riechen. Vielleicht kommt es mir noch. Wenn es mir noch kommt, schreibe ich es hier hin. Ich mag's. Ich mag's wirklich. Ah! Toll, jetzt habe ich es auf Moodring gesprüht, ey. Ich honk. Ich trottel echt. Oh, Jennifer, echt. Jetzt auf meiner Hand habe ich gar nicht so viel Kokosnuss. Ja, Moodring, toll. Ja, ja, riecht jetzt auch nach Softspot. Spitzenmäßig. Erdbeere riecht jetzt nicht mehr nach Erdbeere, sondern erinnert mich an... Wie heißt der denn? Der geile Duft von BDK. Wartet, ich sag's euch sofort. Ich sag's euch in der Minute. Und zwar, oh meine Güte, einer meiner ersten Düfte, die ich gekauft habe damals. Wo ist er denn? Wood Jasmine. Ja. Mmh, Wood Jasmine. Daran erinnert er mich hier, der Strawberry. Ja, wahrscheinlich wegen der Pflaume, ne? Aber hat halt auch dieses, so ein bisschen was Düstereres. Nicht so, klar, am Anfang wirklich sehr, also total Erdbeere, so Erdbeere klatsch in dein Gesicht. Erdbeersirup. Aber ehrlich gesagt gefällt mir dieser Erdbeersirup gerade richtig. Und das gefällt mir auch. Softspot. Hm, das trage ich heute. Ich glaube, ich trage heute Softspot. Ich spüre dieses Gefühl. Also Softspot und Strawberry Letter finde ich gerade richtig geil. Also die sind gerade so... Ach, die kann ich mir so richtig gut vorstellen. Und ich dachte erst so, wir gingen jetzt in Herbst. Ich dachte so, oh, Strawberry Letter, ist das nicht was für einen Frühling? Würde ich echt nicht sagen. Also... Es ist eher, oh, Wood Jasmine, daran erinnert mich das total. Und ich könnte jetzt das heute auch tragen. Obwohl wir sind gerade jetzt, wo ich das drehe, es ist Anfang September, wo ich das hier drehe, kippt gerade der Sommer. Wir hatten am Sonntag noch 30 Grad, vielleicht erinnert ihr euch. Am Sonntag noch 30 Grad und am Montag 20. Also es, wir haben richtig auf einmal, ne? Deshalb... Ist eher Softspot jetzt noch so eher in meinem Gefühl. Oh, ich bin gespannt, Leute. Also den trage ich heute auf jeden Fall Softspot. Und so insgesamt muss ich jetzt wieder sagen, Fleur. Hallo? Fleur, ich hab die angeschrieben. Ich schreibe, Leute,
Ich schreibe nie irgendwelche Marken an, weil ich weiß nicht, irgendwie komme ich mir dabei komisch vor und frage nach PR oder so. Aber bei Fleur habe ich es gemacht und die haben sich einfach nicht gemeldet. Das mache ich nie wieder, irgendeine Marke anschreiben. Egal. Vielleicht schreibe ich die einfach nochmal an. So. Vielleicht gehe ich denen nochmal auf die Nerven. Ja, Fleur. Richtig geil. Strawberry Letter. Softspot, ich halte euch auf dem Laufenden. Erzählt mal, habt ihr irgendwie was von Fleur und wie findet ihr die Sachen? Und lasst mich das mal wissen. Ich würde mal sagen, das ist das Ende des Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!